Wichtig, wenn Sie Änderungen in der Masterkalkulation testen wollen, benötigen Sie ein neues Kalkulationsprojekt. Es reicht also nicht, das alte Kalkulationsprojekt von heute Vormittag, zu öffnen und auf Berechnen zu drücken. Also gehen wir in die Planung, Export, Mengen ermitteln und exportieren. Kalkulation, Daten, neues Projekt, Test. Und das alte überschreiben wir einfach. Ja, das geben wir jetzt einfach die Interessentendaten. So, das erste, was uns auffällt, ist natürlich die geänderte Optik. Das geänderte Farbschema, was wir hier als Hintergrund hinterlegt haben. Wir haben bei den Preislisten bloß noch eine Preisliste. Ursprünglich gab es noch eine Preisliste 2017 für Süddeutschland. Wir haben bei den Ausbaustufen standardmäßig eingestellt schlüsselfertig. Das hatten wir so gelassen. Ja. Hier oben sehen Sie jetzt die Preisgrundlage Ausbauhaus. Ja, das heißt, wir haben also gesagt, wir möchten das Ganze als Ausbauhaus anbieten und dann vielleicht lieber Leistungspakete. Ja, könnte man auch jetzt hier das Ausbauhaus anbieten. In der Sonderausstattung können Sie natürlich auch in Ihrer Kalkulation alle Änderungen, die Sie vorgenommen haben, einfach nochmal überprüfen, ohne jetzt was anderes einzustellen. Ja, die Energieberatung, die Dacheindeckung, die Decken. Ja. Also Sie wissen ja selber, an welchen Stellen Sie dort etwas eingegeben haben. Vielleicht nochmal in das Register Massiv- und Kellerbau. Ja. Sie wissen, wir haben im Dachgeschoss eine massive Wand und hier kann entsprechend für diese Wand natürlich die Bekleidung eingestellt werden und die Ausführung dieser Wand ebenfalls hier drüben. Okay, Raumausstattung haben wir noch nichts verändert, brauchen wir auch jetzt hier vielleicht uns nichts anzuschauen. An der Stelle vielleicht noch ein Hinweis im Register Wandbelag. Sehen Sie hier im Register Wandliste, sehen Sie alle kalkulierten Außenwände mit der Wandstärke 31 cm. Und Sie hätten die Möglichkeit, hier bestimmte Außenwände umzustellen auf ein anderes, auf einen anderen Wandaufbau. Also man könnte auch sagen, diese Außenwand soll im unteren Bereich massiv ausgeführt werden. Der untere Bereich ist 1 Meter und der obere Bereich soll als Außenwandholz gerechnet werden. Ja. Das heißt, diese Einstellung wirkt sich unmittelbar aus auf die Berechnung des Wandaufbaus. Also, wir haben jetzt hier natürlich weniger Quadratmeter Holzwände. Dafür haben wir mehr Massivwände. Ja. Wichtig, das Register aktualisiert sich nicht automatisch. Man müsste dann erstmal auf Berechnen gehen. Neuberechnung. Jetzt sehen Sie Ausbauhaus, Preis laut gewählter Ausbaustufe. In dem Fall wieder natürlich identisch. Und es gibt Mehr- und Minderleistungen, die wir hier nochmal kontrollieren können.